Wachstumsregion Westmecklenburg. Aktuelle Wirtschaftsthemen aus unserer Region. Wachstumsregion Westmecklenburg. Das TV-Magazin in Zusammenarbeit mit der IHK zu Schwerin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres IHK-Magazins Wachstumsregion Westmecklenburg aus dem Ludwig-Bölkow-Haus in Schwerin. Unser Thema heute: Logistik in Westmecklenburg, Herausforderungen und Chancen einer zentralen Branche. Unsere Gäste sind Hannes Schubert, er ist Fachberater Verkehr bei der IHK zu Schwerin. Und Max Martens, Geschäftsführer der RT Logistik GmbH und Co. KG aus Lübesse. Für unseren Sender begrüßt sie Charlotte Winkler. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Wachstumsregion Westmecklenburg hier aus der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin. Schon Ende des Jahres 2022 war die Logistikbranche Thema in unserem Magazin. Damals ging es um den Ausbau der Infrastruktur. Heute stehen die Herausforderungen durch Digitalisierung, Automatisierung und die Antriebswende im Fokus. Nun zeigen wir erstmal einen Film über die Bedeutung der Transport- und Logistikbranche in Mecklenburg-Vorpommern, in Deutschland, aber natürlich auch in Westmecklenburg. Transport und Logistik auch in Westmecklenburg, das Rückgrat und die Lebensadern des alltäglichen Lebens und Grundlage für funktionierende Wirtschaftskreisläufe, Autobahnen, Schienen und die Seeanbindung über den Hafen Wismar sind wichtige Teile der Infrastruktur für hochmoderne Logistikunternehmen im Land. Vor allem an der A24, der Verbindung zwischen Berlin und Hamburg, hat sich ein Transport- und Logistikcluster entwickelt. Noch lukrativer wird der Standort, wenn eines Tages die A14 bis Magdeburg fertiggestellt wird. Die Speditionsunternehmen im Land sind schon heute hochgradig digitalisiert. Nur so lassen sich die Herausforderungen einer globalisierten Wirtschaft mit weltumspannenden Lieferketten überhaupt bewältigen. Heute halten künstliche Intelligenz, autonome Transportsysteme und Robotik Einzug in die Transport- und Logistikbranche. Neben den Herausforderungen der Digitalisierung wird das Thema nachhaltige CO2-freie Antriebstechnik immer fordernder, die Antriebswende. Die Post oder Amazon verteilen inzwischen elektrisch. Der Nahverkehr Schwerin ist an einem Lkw-Oberleitungsversuch zwischen Hamburg und Lübeck beteiligt. Elektrisch betriebene Lkw sollen getestet werden. In Schwerin testete der Logistiker DHL Transportstraßenbahnen. Wasserstoff als Treibstoff für Lkw-Flotten ist greifbar. Könnte eine Lösung sein, wenn die Wasserstoffproduktion endlich effizienter wird. Aber die Botschaft ist in der Branche angekommen. Die Antriebswende hat längst begonnen. Herr Martens, vor welchen Herausforderungen stehen Sie aktuell als Unternehmen? Ja, also wie die gesamte Logistikbranche stehen wir natürlich vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Die größte Herausforderung ist, denke ich mal, auch wenn man es kaum noch hören mag, der Fachkräftemangel. Bedingt auch zum Großteil durch den demografischen Wandel. An zweiter Stelle ist es ein enormer Kostendruck, den wir verspüren, in Kombination mit einer wirtschaftlich sehr unsicheren Zeit, in der wir leben. Dann ist das Thema Antriebswende eins, was einen eigentlich den ganzen Tag auch beschäftigt oder zumindest immer wiederkehrt. Wo geht die Reise hin? Wo wird die Entwicklung hingehen? Wie setzen wir das Ganze auch langfristig um? Ein weiteres Thema, was eine große Herausforderung darstellt, ist branchenunabhängig, würde ich mal sagen, die Bürokratie, die ganzen Herausforderungen, die uns dort im Alltag schon einigermaßen das Leben schwer machen. Und eine weitere Herausforderung ist das Thema der Digitalisierung. Also wie stellen wir unsere analogen Prozesse auf die neue Zeit quasi in digitale Form um?
Herr Schubert, sehen Sie da ähnliche Probleme und Entwicklungen in der gesamten Logistikbranche? Ja, absolut. Herr Martens hat da eigentlich schon die komplette Palette abgeräumt an Themen. Das kann ich nur bekräftigen. Wenn wir aktuell in die Logistikbranche hineinhören, dann stellt man auf jeden Fall eine sehr schlechte, durchwachsene Stimmung fest, gerade bei den mittelständigen, oft familiengetriebenen Unternehmen hier bei uns in der Region, die seit Jahrzehnten am Markt sind, stellt man immer wieder fest in Gesprächen, dass die Stimmung einfach so schlecht ist wie noch nie und die Lust, einfach das Gewerbe auszuführen, auch immer mehr zurückgeht. Ein Punkt, den Sie jetzt noch nicht angesprochen haben, ist die Maut. Das spielt natürlich in die ganzen Kostensteigerungen mit rein. Letztes Jahr wurde ja seitens der Bundesregierung die CO2-Maut deutlich erhöht, sodass fast eine Verdopplung der Mautkosten auf die Unternehmen zukam. Aus unserer Sicht zu einer absoluten Unzeit, wo eben Kostensteigerungen durch Energiepreise, Diesel und Mindestlohngeschichten insgesamt schon der Kostendruck sehr hoch ist. Auch im Wettbewerb zum osteuropäischen Markt muss man das ja hier in Mecklenburg-Vorpommern immer ganz stark mit betrachten. Und das bei Margen von 2-3% in der Branche. Also es ist einfach schwierig, das Ganze noch seitens der Gewerbetreibenden abzudecken. Wie kann denn da die IHK die Unternehmen unterstützen? Ja, also wir sind natürlich das Sprachrohr der Branche, wie für alle Branchen eigentlich, aber ich jetzt persönlich als Fachberater Verkehr in der IHK betreue natürlich die Verkehrsbranche. Und wir haben dann natürlich die Aufgabe, diese ganzen Themen, die Herr Martens jetzt auch angesprochen hat, zu kanalisieren, an die Politik weiterzugeben, haben dafür unseren Ausschuss hier in der Industrie- und Handelskammer, wo die Unternehmen eben an uns ihre Bedürfe und Belange weitergeben. Wir thematisieren die ganzen Bedarfe alle 2 Jahre zum Beispiel bei unserer Landesverkehrskonferenz, übergeben da die verkehrspolitischen Positionen an unseren Minister, machen Formate wie diese hier auch, immer unter dem Fokus, auch die Wertschätzung für die Branche zu erhöhen. Weil wir haben oft das Gefühl, dass sowohl in der Politik die Wertschätzung nicht ganz gegeben ist, dass man da einfach nicht mehr gehört wird. Jüngstes Beispiel eben bei dieser Maut, wo alle Verbände und Kammern und Unternehmen, ich will jetzt Sturm gelaufen sind, aber es wurde eben einfach nicht gehört. Die besten Argumente haben nicht gezogen. Und deswegen müssen wir dann natürlich neue Formate finden. Und der Jahresempfang der IHK im vergangenen Monat war da auch so ein Beispiel, wo wir einfach mal der Politik über 300 Gästen und auch Unternehmen aus anderen Branchen vermittelt haben, wo eben die Schwierigkeiten in der Transportbranche aktuell liegen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Logistik gilt als Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Aber wie funktioniert ein modernes Logistikunternehmen? Das zeigen wir Ihnen jetzt in einem kurzen Film. Das mittelständische Speditions- und Logistikunternehmen RT Logistik aus Lübesse. Seit über 20 Jahren steht die Firma für Qualität und Zuverlässigkeit. 72 Mitarbeitende arbeiten in der Spedition. Das Unternehmen betreibt 45 Fahrzeuge. Max Martens hat RT Logistik 2024 übernommen und ist jetzt Geschäftsführer. Über die Nachfolgezentrale des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist Martens auf das Unternehmen aufmerksam geworden. Auch die IHK zu Schwerin hat den Übernahmeprozess erfolgreich begleitet. Der Erfolg von RT Logistik? Eine Frage der Logistik. Der Fuhrpark im Nah- und Fernverkehr wird über das digitale Dispositionssystem gemanagt. Auch die digitale Statusüberwachung der Lkw unterstützt die Disponenten enorm. 2025 möchte RT Logistik auch intern digitale Strukturen wie E-Learning für Weiterbildung und Mitarbeiterzeiterfassung etablieren. Max Martens ist sich der aktuellen Herausforderungen bewusst. Für ihn spielt das Thema Antriebswende eine große Rolle. Herr Martens, wir haben es eben in dem Unternehmen gesehen. Ohne Digitalisierung, das haben Sie ja auch schon gesagt, geht nichts mehr. Welche Rolle spielen denn moderne Technologien in den Berufen der Logistikbranche? Ja, also moderne Technologien spielen eine wirklich entscheidende Rolle in allen Berufen unserer Branche. Also ohne die geht nichts mehr. Das fängt an bei modernen Telematiklösungen, also die Ortung der Fahrzeuge, dass ich auch die Fahrzeuge aus der Ferne auslesen kann, wo sie sind, wie schnell sie fahren, Kraftstoffverbrauch, etc., Wartungsintervalle auslesen kann, über moderne Speditionssoftware, die wirklich verschiedene Anwendungen auch miteinander vernetzt, um möglichst digital alle Aufträge zu erfassen, möglichst automatisiert auch, um Erfassungsaufwand einzusparen, bis hin zu, da sind wir gerade bei, eine neue Mitarbeiter-App einzuführen, auch die ganzen Personalprozesse zu digitalisieren, um so
möglichst wenig analogen Aufwand zu haben und dadurch dann auch Effizienzsteigerung zu erzielen und schlussendlich auch Kosteneinsparungen dann zu haben. Herr Schubert, welche Berufe haben sich denn in der Logistikbranche am stärksten in den letzten Jahren entwickelt, hinsichtlich natürlich Westmecklenburg? Ja, also in der Ausbildung haben wir natürlich ein breites Angebot an Ausbildungsberufen. Das geht mit dem Klassiker, dem Berufskraftfahrer, los. Da ist sicherlich Entwicklungspotenzial, da sind die Zahlen relativ gering in den vergangenen Jahren. Die Anforderungsprofile müssen natürlich immer mitwachsen. Wir haben da auch regelmäßig Neuordnungen in den Ausbildungszuschnitten, sodass eben Themen wie Digitalisierung und die neuen Anforderungen an die Azubis dann auch adressiert werden und in den Ausbildungsinhalten abgebildet werden. Den größten Anstieg oder die Entwicklung haben wir bei den Fachkräften für Lagerlogistik. Also das ist eine dreijährige Ausbildung. Wir haben den Fachlageristen, das ist zweijährig. Und darauf aufbauend kann man dann halt die Aufstockung zur Fachkraft für Lagerlogistik dreijährig machen, wo man ein umfassenderes Aufgabenportfolio hat. Hängt sicherlich auch mit den Neuansiedlungen, zum Beispiel an der A24 im Logistikbereich, zusammen, dass da mit 69 Ausbildungsverträgen aktuell ein Höchststand der letzten Jahre erreicht ist. Was glauben Sie, warum diese Ausbildungsberufe so attraktiv sind? Also insbesondere der demografische Wandel bei der Fahrerschaft, da merken wir es ganz besonders. 30.000 Kraftfahrer gehen jedes Jahr in Rente bundesweit, 17.000 kommen nach. Da müssen wir was tun, weil das kann man sich ganz einfach ausrechnen. Die Ware muss bewegt werden und dafür braucht es Fahrer. Da müssen wir die Gegebenheiten schaffen, die Ausbildung so attraktiv wie möglich gestalten, aber auch den anschließenden Beruf. Und Digitalisierung kann da einiges auch vereinfachen und attraktiver machen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und wir gucken uns jetzt mal an, wie die Logistik vielleicht in der Zukunft einmal aussehen würde. Stichwort Antriebswende, Digitalisierung und natürlich auch Automatisierung. Seit 1990 gibt es das Speditions- und Logistikunternehmen Krüger und Vogt in Parchim. Mit rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 30 Auszubildenden sichert die Firma ein flächendeckendes Netzwerk mit schnellen Lieferzeiten und Sendungsnachverfolgung. Krüger und Vogt, heute ein hochmodernes, weil durch und durch digitales Unternehmen. Die Spedition arbeitet nahezu papierlos. Wir haben vor einem Jahr unser komplettes Transportmanagementsystem ausgetauscht und haben jetzt auch ein integriertes Dokumentenverwaltungsprogramm mit drin. Das heißt, das, was früher in 3, 4, 5 Ordnern zu einer Sendung abgelegt war, ist jetzt ganz komfortabel in der Sendung im System abgespeichert. Alle Belege sind digital. Es ist alles nachvollziehbar, was mit einer Sendung zum Beispiel passiert ist. In der Logistik wird die Arbeit durch eine Lagerverwaltungssoftware erleichtert. In der Logistik arbeiten wir seit vielen Jahren mit einer Lagerverwaltungssoftware. Mit dieser Lagerverwaltungssoftware sind wir in der Lage, den innerbetrieblichen Materialfluss abzubilden. Das bedeutet, eine Versandeinheit, die sich im Lager bewegt, wird gescannt. Und die digitalen Daten dieser Scannung, anhand dieser digitalen Daten können wir ermitteln, wo sich die Ware bei uns im Lager befindet und nachvollziehen, wie sie sich bewegt hat. Das Speditionsunternehmen hat eine Flotte von 55 Lkw und ist damit vor allem in Westmecklenburg und Rostock unterwegs. Der Standort Parchim funktioniert wie ein Hub. Von hier aus werden die Waren dann weiter umgeschlagen, egal ob Deutschland, Europa, Asien oder Amerika. Um effizient arbeiten zu können und einen guten Gesamtüberblick zu haben, ist die digitale Unterstützung in der Disposition unabdingbar. Wir haben seit letztem Jahr ein neues Speditionsprogramm, das nennt sich Translogica. Alle Daten laufen über das Programm und das beginnt quasi beim Belabeln einer Sendung und quasi dann Datenübertragung von Spedition zu Spedition. Und ja, letztendlich bekommt der Fahrer die Daten auf einem Scanner überspielt und er hat dann sehr viel digital auf seinem Scanner und on top jedoch noch eine Ladeliste und eine Rollkarte für die Tour. 2008 setzte das Speditionsunternehmen einen Lang-LKW ein. Im Vergleich zum herkömmlichen LKW werden ca. 33% Kraftstoff und CO2 eingespart. Das Unternehmen setzt in der Antriebswende auf einen Mix von unterschiedlichen LKW.
Sich auf eine Technologie festzulegen, ist derzeit nicht möglich, da wir von der Politik keine Planungssicherheit erhalten. Als mittelständischer Spediteur können wir es uns nicht leisten, auf eine Technologie zu setzen, die gegebenenfalls nach 3 Jahren wieder aussortiert wird. Diese Erfahrung mussten wir auch bei unseren LNG-Trucks machen. Dementsprechend werden wir die Situation weiterhin beobachten. In Zukunft wird in der Spedition die künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen. Tourenplanung, Fernverkehr, auch fahrerlose Transportsysteme sind ein spannendes Thema für Logistikunternehmen. Herr Martens, welche Hindernisse sehen Sie aktuell bei der Antriebswende, also hin zur Elektromobilität im Schwerlastenverkehr? Ja, also das größte Problem, denke ich mal, ist aktuell die Infrastruktur, insbesondere die öffentliche Ladeinfrastruktur. Es ist mit schweren Nutzfahrzeugen, LKWs also, fast unmöglich, unterwegs zu laden. Es gibt meines Wissens nach, außer ein paar Teststationen, keine öffentliche Ladeinfrastruktur für E-Lkw. Aktuell müsste man mit einem LKW tatsächlich eine PKW-Ladesäule blockieren. Das muss ausgebaut werden. LKWs haben aktuell so eine Laufleistung im elektronischen Bereich von 400 bis 500 Kilometer. Damit kommen wir nicht hin. Wir haben Laufleistungen am Tag zwischen 500 und 1000 Kilometer. Das heißt, man muss unterwegs laden. Infrastruktur ist aber auch ein Problem auf dem eigenen Hof. Wir müssten für die ganzen Fahrzeuge eigene Ladeinfrastruktur schaffen. Man kann das aktuell umsetzen, so für 1 bis 2 LKW. Danach fangen die Lichter an zu flackern. Das heißt, man muss dort erstmal sehr viel investieren und auch möglich machen. Da sind wir auch in Gesprächen mit den Netzbetreibern, aber das ist nicht ohne weiteres möglich. Es ist auch verbunden mit hohen Investitionen, die das Ganze auch noch erschweren. Die Fahrzeuge an sich sind sehr, sehr teuer. Der Strompreis ist jetzt auch nicht gerade günstig, dass es unbedingt viel günstiger ist als der Diesel. Hinzu kommen die Investitionen für die Infrastruktur. Das Ganze muss man auch erstmal berechnen. Und hinzu kommt auch noch eine gewisse Unsicherheit im gesetzlichen Bereich. Also wie sieht denn wirklich die Zukunft aus für die, nennen wir es mal, perfekte Antriebstechnologie? Wo wird die Reise hingehen? Ist es rein Elektro? Ist es Wasserstoff? Ist es Gas? Ist es ein Antriebsmix? Und das Ganze macht es dann doch schwer, solche hohen Investitionen zu tätigen, ohne zu wissen, okay, wo stehen wir mit der Antriebstechnologie in 5 bis 10 Jahren? Genau, Herr Schubert. Vielleicht kann ich noch kurz ergänzen. Die meisten Punkte waren dabei. Die Fahrzeugpreise spielen natürlich eine große Rolle. Da wurden wir natürlich auch etwas enttäuscht seitens der Politik, dass dann gleichzeitig die Fördermittel noch runtergefahren werden. Das ist natürlich ein bisschen widersprüchlich, wenn man die ganze Antriebswende vorantreiben will, dass man dann parallel die Fördermittel und Haushaltskürzungen umsetzt. Vielleicht mal kurz zur Visualisierung oder ein paar Zahlenbeispiele, wie weit der Weg noch zur Antriebswende, vor allem im Elektrobetrieb, ist. Also im Jahr 2023 waren so ungefähr 200 Fahrzeuge, LKW, über 7,5 Tonnen, von der Maut befreit aufgrund ihres Antriebs, also elektrisch, von 800.000 LKW, die auf deutschen Straßen unterwegs sind. Also es sind wirklich Bruchteile von den bisher, was bisher erreicht wurde. Und um die ganze Güterkraftverkehrsbranche zu elektrifizieren und mit nachhaltigem grünen Strom zu versorgen, wäre der Aufbau von 55.000 Windenergieanlagen aktuell notwendig. Der aktuelle Bestand in Deutschland liegt irgendwas round about 30.000. Also das zeigt einfach, was da wirklich für ein Aufwand dahinter steckt und wie sehr wir noch am Anfang stehen, um das Ganze umzusetzen. Und Sie sagen es gerade, Stichwort Maut. Es gibt aktuell als Anreiz, um Elektro-Lkw zu kaufen, noch eine Mautbefreiung für diese. Das ist in der Tat bei der hohen Mautbelastung, wir hatten es schon besprochen, ein enormer Anreiz. Allerdings ist der auch nur bis Ende 2025 gültig. Das heißt, aktuell kann niemand sagen, ob die Elektro-Lkw ab 2026 in die ähnliche Mautklasse fallen wie Diesel-Lkw, so wie wir es aktuell auch bei LNG-Fahrzeugen gesehen haben, die ja dann auch von der Mautbefreiung auch dann ausgenommen waren und mautpflichtig waren wie ein Dieselfahrzeug. Und das ist auch diese Unsicherheit, die wir da im kalkulatorischen Bereich haben. Was ist in 2 Jahren? Wie sieht es da mit der Maut aus? Gibt es da aber vielleicht, Herr Schubert, Trends in der Logistikbranche, von denen wir hier in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht uns inspirieren lassen können, lernen können? Ja, es gibt jede Menge Trends. Also wir hatten ja schon die Fachkräftethematik angesprochen. Da gibt es natürlich auch
den Trend, dass man neue Lösungen finden muss, um das ganze Thema anzugehen. Zum Beispiel die viel beschriebene Generation Z, die natürlich andere Anforderungen an den Tagesablauf, an den Arbeitsablauf und die Work-Life-Balance, wie es immer so schön heißt, stellt, als möglicherweise das früher der Fall war. Man muss sich umstellen in dem Bereich, dass man vielleicht Social-Media-Akquise macht, irgendwie aus der Masse heraussticht der Unternehmen und seinen Ausbildungsberuf oder seinen Ausbildungsplatz besonders attraktiv gestaltet. Ne? Flache Hierarchien sind da oft gefragt heutzutage, direkte Draht zum Chef. Ich glaube, da haben wir in Mecklenburg-Vorpommern oder in Westmecklenburg ganz gute Voraussetzungen, weil die Wege zum Chef eigentlich in den familiengeführten oder mittelständischen Unternehmen meist recht kurz sind. Andere Trends liegen im Bereich der Digitalisierung, Automatisierung, das hatten wir ja auch schon angesprochen. Da ist es sehr vielschichtig, ne? Da geht es von Routenoptimierung über Baustellenkoordinierung, was alles da deutlich einfacher und effizienter wird durch Digitalisierung, bis hin zur Automatisierung im Lager, wodurch auch wieder Fachkräfte eingespart werden können. Die vorhandenen Fachkräfte brauchen dementsprechend dann oft ein bisschen höheres Ausbildungsniveau, um die Technik dann auch entsprechend bedienen zu können. Herr Martens, Ihr Unternehmen bildet aktuell noch nicht aus. Sie haben es aber natürlich vor. Was glauben Sie, warum die Berufe, die Ausbildungsberufe so attraktiv sind in der Logistikbranche? Ja, also wir sind da in enger Absprache mit der IHK auch und wollen Ausbildungsbetrieb unbedingt werden, weil, wie ich finde, das wirklich sehr spannende Berufe sind. Sie haben es vorhin mal gesagt, dass die Logistik ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und man hat halt als Auszubildender die Chance, ein Teil des Ganzen zu sein und mitzuwirken, die deutsche Wirtschaft am Laufen zu halten. Alle Berufe in der Logistik sind sehr vielseitig und sehr spannend. Man hat wirklich jeden Tag mit anderen Herausforderungen, ich will nicht sagen zu kämpfen, aber man steht vor neuen Herausforderungen, was das Ganze sehr abwechslungsreich macht. Und es ist ohne Frage ein Beruf mit Zukunft. Trotz jeder Automatisierung werden alle Berufe, ob es Kraftfahrer, Fachkraft für Lagerlogistik oder Speditionskaufleute sind, in Zukunft gefragt sein, mehr denn je. Von daher ist das wirklich ein Beruf, den man, oder sind es alles Berufe, die man allen jungen Leuten sehr ans Herz legen kann. Herr Martens, Herr Schubert, wollen Sie noch was sagen? Alles gesagt. Gutes Plädoyer, alles gesagt. Ich kann das vollumfänglich unterstützen und kann nur alle jungen Leute aufrufen, auch sich für den Beruf zu interessieren, wenn man noch unentschlossen ist. Gerne auch bei der IHK einfach anrufen. Wir sind da jederzeit bereit, unter Beratungstätigkeiten zu leisten. Und sehr gut. Genau. Gut, vielen lieben Dank für das Gespräch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Wachstumsregion Westmecklenburg. Auf Wiedersehen. Wachstumsregion Westmecklenburg. Aktuelle Wirtschaftsthemen aus unserer Region. Wachstumsregion Westmecklenburg, das TV-Magazin in Zusammenarbeit mit der IHK zu Schwerin.